heute noch mal los gewesen zum Angeln, beziehungsweise wir sind ja noch dabei. So langsam kriegen mein Kumpel und ich aber Schmacht. Und den Grill hatte ich ja schon in einem anderen Video vorgestellt. Aber das war ja mehr so eine Trockenübung. Heute zeigen wir euch einmal, wie auf diesem Grill die Würstchen auch schön braun werden, damit man sie auch essen kann. Bis gleich. Ja, noch mal ganz kurz zu meiner Vorgehensweise. Ich habe hier die Schale von IKEA mir geholt. Und zwar habe ich hier einfach hier so eine Klarsichtfolie drum gemacht und habe das dann hier so mit Kohle schon hier reingestellt, zusammengeklappt und in die Taschen gepackt. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich die Folie drum weggemacht. Und diese Schale, die kann ich einfach rausnehmen, die kann ruhig dreckig werden. Ihr seht, der Grill ist eigentlich noch schön sauber, obwohl ich schon zwei, dreimal benutzt habe. Und ja, Kohle eingefüllt, wie man das halt bei so einem Grill macht. Die Anzünder packen wir dann da rein. Schön bedeckt das Ganze auch. Kennt ihr ja alles, brauche ich euch nicht viel zu erzählen. Und das ist einfach das Gute an diesem Grill, dass da wirklich gleich alles schon mit drin ist. Sprich, ihr braucht gar nicht so viel da rumwerken, dass das nachher losgeht. Ja, dann zünden wir die einfach mal an. Wenn das Feuerzeug nicht streikt, aber das tut es nicht. Ihr könnt natürlich auch weniger Anzünder nehmen. So. Ja, und dann warten wir mal, bis es gleich losgeht. Ja, wie ihr seht, die Kohle ist jetzt einigermaßen durchgeglüht. Und dann haben wir ja hier unseren Halter für das Rost. Und in dem Grill kann man ja wunderbar noch mal drei Stufen verstellen. Jetzt erstmal auf die unterste. Wir haben Schmacht, da muss man schneller gehen, kennt ihr ja. Und dann legen wir mal die Würstchen drauf. Also ich denke, es passen immer so 5 Würstchen Minimum auf den Grill drauf. Je nachdem, was ihr da so habt. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die schön durch sind und wir uns das Brötchen mit dem Würstchen schmecken lassen. Wie ihr seht, der Grill hat ganze Arbeit geleistet. Würstchen sind fertig. Wir haben jetzt auch richtig Hunger. Hab mir ein Brötchen aufgeschnitten. Da haue ich jetzt gleich mal eine Wurst rein. Man nimmt logischerweise immer die zweite. Die erste dauert noch. Nein, Quatsch. Und ja, wie ihr sehen könnt, klappt das mit so einem Teil einfach richtig gut. Für so eine Angelsession ist das schon echt in Ordnung. Man muss nicht immer mit einem Gaskocher eine Suppe kochen oder sonst irgendwas. Schöner Grill, auch im Dezember, macht noch richtig Spaß. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, ein Abo. Und schreibt mir doch bitte unten in die Kommentare rein, was ihr so mitnehmt zu einer Angelsession. Weiß nicht, Gaskocher, was benutzt ihr so? Ich würde gerne mal erfahren, vielleicht hätte einer noch eine super coole Idee. Vielleicht gibt es noch ein anderes Modell, wo ihr sagt, das geht noch einfacher. Würde mich echt mal interessieren. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.